Das sind Termitengebäude hier. Guck mal, das ist von Termiten gebaut. I shit you not. Ja, inspizieren. Das sind bestimmt Termitengebäude. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Ancestors, The Humankind Odyssey. Meine lieben Freunde, beim letzten Mal haben wir einen Evo-Sprung gemacht und wir haben eine neue Gattung entwickelt. Und das sieht man schon, die Gesichter der Affen sehen völlig anders aus als vorher. Ich möchte das gerne nochmal ein bisschen veranschaulichen, indem wir jetzt hier nochmal diesen Affen ein bisschen ins Bild rücken. Ja, eindeutig, das ist eindeutig, das sind andere Gesichtsmerkmale auf jeden Fall. Sie sind auch ein bisschen schlanker geworden und auch ein bisschen weniger Fell haben sie, finde ich. Also sie verändern sich schon ganz schön, die Affen, ja. Schon ganz schöne neue Affen. Lol, wie er sich mit dem Stock am Arsch kratzt hier. Was ist denn nur mit euren Ärschen nicht in Ordnung? Könnt ihr mal aufhören, euch immer am Arsch zu kratzen? Das ist voll verstörend. Ah, da ist mein Tool. Sehr gut, da liegt's rum. Dann nehmen wir das gleich mal und machen hier nochmal ein Stöckchen. Wir müssen nämlich wirklich dafür sorgen, dass die Affen, dass die bewaffnet sind, ja, hier in diesem Spot. Wie gesagt, ich wurde gewarnt. Spielbär, der Spot ist gefährlich. Einer der gefährlichsten Spots wohl in dieser Gegend. Ich finde auch ein bisschen unsympathisch an dieser Location, dass es so laut ist. Also der Wasserfall ist hier gerade so laut und auch der Regen ist so mega laut. Man hört sein eigenes Wort teilweise gar nicht, deswegen rede ich hier auch gerade so laut. Weil ich einfach nichts anderes höre als Rauschen. Wasser und noch mehr Wasser. Das wird hier zur Waterworld jetzt. Achso, ich kann hier laufen, okay. Ja, Leute, die badet da unten. Komm rein, Schatz, das Wasser ist herrlich. Moment. Haha. Pflegen. Jetzt höre ich erst recht die Sounds nicht, lol. Ich höre die Sounds nicht. Warte mal, wir machen das woanders. Das ist scheiße hier. Komm mal mit. Warum stellt sie sich auch da unten hin, ey? Einfach ins Wasser. Wollte sich hier mal ein bisschen waschen und so. Hat sich gedacht, ja, vor der Paarung noch mal ein bisschen reinigen. Stimmt, der Mensch wurde ja dann auch in der Evolutionsgeschichte immer reinlicher. Hinlegen. Partner rufen. Neue Schwangerschaft. Bären. Überspringen. Jawoll. Ah, Mutation. So, warte mal. Jetzt nicht die Kinder mitnehmen, die die Mutationen haben wieder. Erkennt man übrigens an den leuchtenden, orangenen Punkten im Kreis unten. Das sind die Kinder mit Mutationen, die ohne Leuchte-Aura drumherum, das sind die nicht mutierten Kinder. So, jetzt brauche ich meinen Faustkeil. Wo ist er? Wo habe ich ihn hingelegt? Hier habe ich ihn hingelegt. Oder? Ist er das? Ja, ist er. Sehr gut. Dann geht's los. Erkunden. Neuronen machen und so. Oder vielleicht nochmal verfestigen. Können wir noch was verfestigen? Ist die Frage. Ah, es hat mal aufgehört zu regnen. Nice, das nutzen wir jetzt gleich. Ich würde sagen, wir machen erstmal unser Neuron ordentlich voll. Bevor wir jetzt versuchen, irgendwas zu verfestigen. Ach, hier kannst du nun wieder nicht stehen, ne? Ah, hier ist der Meteor. Ah, okay, ich weiß, wo wir sind. Aber den hatten wir ja schon. Der liegt da noch, das Ei. Also, ich hatte jetzt irgendwie den Hinweis bekommen von ein paar Leuten, dass es wohl tatsächlich Fortsetzungen zu dem Spiel geben soll. Die sind geplant. Oh, er ist müde. Okay. Da können wir gleich mal ein Bett bauen irgendwo, wo es sicher ist. Wir haben ja, glaube ich, hier sogar die Pflanzen. Welcher Art genau die Fortsetzungen sein werden und was die dann genau covern, das ist natürlich noch nicht ganz raus. Aber es wird wohl hier danach weitergehen, auf jeden Fall. Einige meinten wohl, es sei wohl schon von 3 Volumes die Rede. Da kann ich jetzt selber nichts zu sagen, weil ich die Aussagen nicht selber gehört habe. Also, die das wohl gesagt haben sollen, angeblich von Entwicklerseite. Da werde ich mich demnächst nochmal ein bisschen schlau machen und vielleicht auch einfach mal anfragen. Aber alle, die das hier feiern, das Spiel, seid versichert, dass da wohl noch mehr kommt. Da ist ein Landmark, da können wir mal hingehen. Und immer mal hier Intelligenz benutzen, genau. Schlafen wollte ich, genau, schlafen. Schlafen. Aber wo ist die Frage? Ich kann mich einfach auf den Baum legen, aber da muss ich wieder meine Tools so ablegen, dass sie nicht runterrollen. Das ist immer ein bisschen ätzend.
Eigentlich möchte ich gerne auf irgendwie so einer Felsspitze oder so schlafen. Das ist immer am angenehmsten. Das ist immer irgendwie am sichersten. Was mich zum Beispiel hier bei dem Spiel sehr stört, ist die Tatsache, dass man der einzige Affenclan weit und breit ist. Obwohl es ja eigentlich durchaus so war, dass es noch andere Clans gab. Und dass es da überhaupt keine Interaktion gibt. Natürlich, weil wo soll die herkommen, wenn es keine anderen Clans gibt? Ich glaube, wenn man Sequels macht, dann sollte man, hoffe ich zumindest, das auch irgendwie ein bisschen berücksichtigen, dass es ja durchaus nicht nur eine Affenfamilie gab, sondern mehrere. Ja. Und das vielleicht durchaus auch mal eine Art ausstirbt, weil nicht alle Menschenaffenarten sind ja, ne, durchgekommen und sind bis heute noch am Leben. Im Gegenteil, da gibt es ja viele, die es nicht mehr gibt. Deswegen fände ich das irgendwie schon ganz nice, wenn solche Aspekte halt auch mit reinspielen würden. Dass es halt einfach noch ein bisschen lebendiger wird, so. Ich meine, es ist schon cool, was es für Tiere gibt momentan. Was auch cool wäre, wenn man die Tiere, wenn man die halt schon getötet hat, noch ein bisschen weiter verarbeiten könnte. Also, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, das nächste Spiel sich ein bisschen mehr um die, um den Teil dreht, der dann näher am Menschen dran ist, dass man vielleicht doch aus dem Fell der Tiere was machen kann. Kleidung oder so. So grobe Kleidung. Jetzt nicht irgendwie einen hochqualitativen Designerpelzmantel oder sowas, ja, sondern, keine Ahnung, der heute teilt das Tier und schwingt sich das Fell über oder so. So ähnlich halt. Oder primitive Hütten aus Fell und Knochen. So ganz primitive Sachen. Das darf nicht so ein Survival-Aufbau-Gameplay sein, wie ich nehme jetzt hier mein Holz, hab eine Axt und baue mir dann aus 50 Einheiten Holz eine Wand auf oder so. Das ist scheiße. Sowas, sage ich auch ganz ehrlich, das gab es jetzt millionenfach. Das ist einfach auch nicht mehr lustig irgendwie, wenn das 100 Spiele gemacht haben. Dann ist es einfach nur noch langweilig und teilweise auch echt nervig, wenn es dann insbesondere auch plump umgesetzt wird und nicht so gut. Dann finde ich das eher überflüssig tatsächlich. Dann sollte man da lieber eher drauf verzichten. Aber so primitive Werkzeuge und primitive Baumöglichkeiten fände ich dann doch ganz interessant. So, ich glaube, ich lege mich mal hier hin. Da ist auch Kater drüben. Da können wir zur Not mal was essen. Ich glaube, hier kommt auch kein Tiger hoch. Hoffe ich zumindest. Ja, da müssen wir nur hier die Blätter mal hochholen. Dann können wir sogar ein bisschen verästeln schon. Genau, nicht so wie bei Ark. Genau, Ark ist da zwar jetzt nicht das Negativbeispiel in dem Sinne, aber so wie in Ark funktioniert es ja in den meisten Survival-Spielen. Na? Und das ist halt nun mal schon sehr ausgelutscht einfach. Weil auch keiner da wirklich mehr was Neues hinzufügt. Das machen eigentlich alle gefühlt immer so nach. Es gibt so kleine Mini-Änderungen am Konzept, so was Bauen angeht. Aber die meisten machen eigentlich immer das Gleiche. Und das ist halt mega langweilig geworden. Das ist echt so. Und auch Survival-Mechaniken an sich. So dieses Essen und Trinken, einfach nur den Balken voll machen. Es ist halt irgendwann einfach nervig. Hier in dem Spiel geht's halt irgendwie gefühlt, weil du immer ein bisschen im Dunkeln gelassen wirst, was du genau brauchst. Das ist nicht immer so ganz klar. Was es dann schon wieder ein bisschen spannender macht, wenn du nicht genau auf die Nase gedrückt bekommst, oh ja, der ist jetzt durstig. Oder ja, der muss jetzt essen. Schon wieder. Das fünfte Mal am Tag oder eigentlich ja sogar das zehnte Mal. In vielen Survival-Spielen ist das Verhältnis auch total verzerrt. Du musst ständig gefühlt irgendwas essen oder irgendwas trinken oder so. 100 Mal am Tag essen und sowas. Und dann am besten noch 500 Steaks und so. Das ist einfach belastend, ja, wenn ich schon in der Realität ständig essen muss. Ja, dann investieren wir mal ein bisschen. Ich, wow. Hier haben wir was bekommen. Oh ja, sehr gut, da wird gleich wieder eine Mutation mit verästelt. Jawohl, das Bewegen erfordert weniger Energie. Boah, es hat fast unsere ganze Energie aufgebraucht. Was ist hier jetzt noch drumrum? Dopamin. Dopamin, ist alles Dopamin hier. Was? Interne Gerinnungseffizienz. Komm. Das klappt glaube ich nicht, oder? Das ist zu weit, oder? Oder? Nein, verhungert auf halber Strecke. Scheiße, da müssen wir mehr lernen jetzt. Endlich können wir mal wieder ein bisschen Energie investieren hier. Endlich haben wir mal wieder einen Grund. Da hinten sehe ich, glaube ich, Wasser. Damit gehe ich mal hin. Ja, stimmt, mein Dopaminbalken. Guckt euch das mal an, links. Da, wo das Augensymbol ist, der Balken drumherum, der ist voll groß. Nice. So schön trinken, das ist das, was gerade fehlt. Dann können wir ja uns noch eine Kokosnuss schälen einfach. Das ist jetzt keine Advanced-Aktion mehr. Oh. Ein Basalt-Chopper kann eine Kokosnuss... Hä? Hatten wir das noch nicht
gehabt. Jetzt bin ich aber gerade verwirrt. Das hatten wir doch schon mal. Neue Nahrung entdeckt, durchlöcherte Kokosnuss. Oh, okay. Hatten wir offensichtlich noch nicht. Ja, geil. Aber es gibt eh noch wieder Wasser jetzt. Ich wollte die eigentlich knacken. Oh, ausgereiftes Neuron. Vorbeugende Behandlung. Nice. Jetzt hat er die Kokosnuss wieder weggeschmissen. Toll. Ach Mann, warum nutzt er denn dann auch nicht den Rest von der Kokosnuss? Das checke ich immer nicht mit den Affen. Das ist nämlich... Da sieht man nämlich, wo unsere Verschwendung herkommt heutzutage. Ja, unsere verschwenderische Art. Der Affe schmeißt einfach den Rest von der Kokosnuss weg, obwohl das noch gut ist. Das kann man noch essen. Vor allem, ich weiß gar nicht, wie kriege ich denn jetzt eine Kokosnuss? Da muss ich ja ein anderes Werkzeug dann benutzen, um die aufzuknacken. Genau, Verpackung einfach weggeworfen. Ja, ja, so kommt das also. Genau, so hat sich das evolutionär entwickelt, dass der Mensch einfach ein Schwein ist. Ach ja, ich habe jetzt hier einen Schokoriegel ausgepackt. Ach, der Mülleimer ist 5 Meter weit weg. Nee, komm, einfach hier hin. Oh, meine Zigarettenkippe. Der Mülleimer ist 10 Zentimeter weit weg. Komm, einfach hier hin. Deswegen wollen die Aliens nämlich auch nicht mit uns reden, die mit den UFOs immer wieder hierher kommen. Die schämen sich nämlich einfach. Die denken sich so, oh Gott, nee, ey, sprech die bloß nicht an. Wir sezieren die nur, aber sprech die nicht an, ey, ohne Witz. Nachher schmeißen die noch ihre Kippen ins Raumschiff. So blöd, wie es sich eben angehört hat, aber es stimmt eben leider bei einigen. Ja, es ist wirklich so, ohne Scheiß. Ist wirklich so. Ich nehme immer meinen Müll immer mit. Wenn irgendwas ist, egal, wenn das nur so ein kleines Bonbonpapier ist, ich stecke das irgendwo in meine Tasche und nehme das mit so lange, bis ich an dem Mülleimer vorbeikomme. Und manche andere so... Das ist halt echt so. Das ist ohne Scheiß. Und das ist evolutionär, kommt das noch von den Affen, ja? Die sagen sich halt auch, die Affen, ja, Kokosnuss hier, weg damit. Nur der schöne Unterschied ist, die Kokosnuss verrottet irgendwann, nur das Bonbonpapier eben nicht. Oder die Zigarettenkippe. Und das Geile ist, wenn man dann Leute so drauf hinweist, so, dann fühlen die sich dann immer noch so angegriffen. Ich kann meinen Müll wegwerfen, wo ich will. Ich übersetze das mal in Affensprache. So ungefähr. Psycho und Mein gerade unsere Fahrradständer auf Arbeit haben kleine Löcher, da stopfen die Raucher immer ihre Kippen rein, weil sie wirklich zu faul sind, 2 Schritte zum Aschenbecher zu gehen. Ich sage, es stimmt halt, es ist halt wirklich so. Who cares? Putzfrau kehrt. Ist das da vorne eine Hyäne? Nee, oder? Ich seh da hinten irgendwas liegen. Ja, ich glaube, es sind Hyänen. Scheiße, schnell weg. Die sind hässlich, die Mistviecher. Weil gerade wieder das Klimaschutzding ausgepackt wird. Das hat ja gar nicht mal was mit Klimaschutz zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, dass man seinen eigenen Müll einfach nicht irgendwo hinwirft. Das hat was mit Erziehung zu tun, tatsächlich, eigentlich. Das hat gar nichts mit Klimaschutz zu tun. Klimaschutz hat damit gar nichts zu tun. Das ist einfach nur Anstand und Rücksichtnahme. Damit hat das was zu tun. Das sind alles Dinge, die man lernt von den Eltern oder so. Wenn man die nie gelernt hat, naja, dann kann man die auch nie anwenden. Schreibt der Flocken auch, der Werkstoffhof hat 3 Tage die Woche offen. Wieso liegen Kühlschränke im Wald? Das ist genau dasselbe, ja. Das frage ich mich auch immer wieder. Warum eigentlich? Ist es wirklich so schwer? Also ja, ein Kühlschrank ist schwer. Okay, ja. Das kann ich noch irgendwo argumentativ nachvollziehen. Aber da gibt es doch Mittel und Wege. Und warum sollte man den statt zum Werkstoffhof dann irgendwo an der Straße oder in den Wald abstellen, ne? Das checke ich halt nicht. Verstehe ich nicht. Aber naja, ich meine, wir können auch froh sein, ja, in Neapel oder so, da kriegen sie nicht mal die normale Müllabfuhr hin. Insofern, weil da alles mafiös zersetzt ist. Also haben wir eigentlich noch Glück gehabt, wir haben es doch ganz gut getroffen. Immerhin gibt es hier jemanden, der den Müll wenigstens dann noch abholt. Zumindest, wenn er vor der Tür steht irgendwo. Wahrscheinlich ist auch genau das Problem. Es denkt sich halt auch jeder immer irgendwie, ach, das wird ja eh mitgenommen. Irgendwer kommt da schon und holt das. Aber wir sind echt sportlich jetzt, ne? Also ich bin jetzt hier echt weit gelaufen und guck mal, ich kann immer noch voll weit laufen. Bin voll gut. Bin voll gut zu Fuß. Findet da gerade eine Völkerwanderung statt? Nee, eigentlich nicht. Eine Familienwanderung. Völkerwanderung wird's erst, wenn wir nochmal einen Generationssprung machen. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass wir dann an einer anderen Stelle siedeln. Oh, da sind wieder Schweine links. Es ist lange kein Säbelzahntiger oder irgendwas gekommen, was mich angreift. Wir haben die ganze Zeit vergessen, die Landmarks zu entdecken.
Lol, ich laufe hier die ganze Zeit rum und entdecke überhaupt keine Landmarks, weil ich die ganze Zeit nur uprage über die Menschheit. Die Menschheit ist schon wieder schuld daran, dass ich an Landmarks vorbeilaufe. Mann, Menschheit, ey, was soll das eigentlich? So, jetzt hier, entdecken. Jetzt haben wir mal wieder was entdeckt, lol. Waldgebiet, Tunnelmund-Oase. Tunnelmund? Kann man da rein? Zufällig? Das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Kann man da rein in die Tunnelmund-Oase? Oh, okay. Das Schlafen ist immer noch das Kernproblem schlechthin, aber ich gehe jetzt einfach erstmal hier weiter. Da ist schon das nächste Landmark. Ah, das können wir mal entdecken hier. Granitfelsen. Markieren wir uns das mal. Da müssen wir wohl mal wieder einen Schlafplatz herrichten. Aber sind wir hier nicht beim letzten Mal durchgekommen sogar? Das kommt mir so bekannt vor. War da oben nicht ein Schlafplatz von Bagheera gewesen? Oder ist das eine andere Stelle gewesen, wo wir dann gekommen sind? Wart nur, bis Diegos Kumpels kommen, um ihn zu rächen. Ach Quatsch, die kommen nicht. Der hat keine Freunde. Ach doch, nee, das stimmt nicht. Der hat ein Faultier als Freund, ein Mammut und noch mehr Mammuts. Stimmt ja. Habe ich ganz vergessen. Mann, da habe ich richtig Angst vor der Sippschaft. Huhuhu, seht, wie ich zittere. Huhuhu. Die überwachsene Schlucht. Hat er gerade einen Magen geknurrt oder war es ein Tier? Kommt da etwa gerade was? Oh, da liegt was. Ah, das ist doch die Stelle, glaube ich. Da sind wir beim letzten Mal angekommen. Da haben wir nämlich den Bagheera umgangen. Das weiß ich noch. Aber wir greifen den jetzt einfach an. Überwachsene Schlucht, genau. Wir gehen jetzt einfach frontal auf den los. Komm, Bagheera, ich bin hier. Greif mich an. Hä, wie er da oben in der Luft hängt. Ha. So, jetzt schnell Hand wechseln, genau. Und das sieht gut aus. Da läuft er. Gleich einen neuen Stock machen. Oh, er kommt zurück. Bagheera. Hat ja gar keinen Stock in der Seite. Ach, komm her. Wie der Stock immer kaputt geht. Nö. Ausgereiftes Neuron. Geschicklichkeit. Wie ich ihn einfach stehen lasse. Mach du dein Ding. Ist okay. Hier, guck mal. Ich baue einfach mir was Neues. Ja, schön gucken. Da kannst du nichts entgegensetzen, hä? War es gut oder schlecht? Hat er das Tool noch? War anscheinend ausreichend. War genügend. Der kommt doch bestimmt gleich wieder. Pilze! Warte, ich muss essen. Ich kann jetzt gerade nicht, tut mir leid. Auszeit. Jetzt. Wie er da hinten steht, wie bestellt und nicht abgeholt. Mann, der Speer geht immer kaputt, verdammt. Was ist denn das nur für China-Ware? Geh jetzt hier hoch. Hier, nimm das. Ich kletter jetzt hier hoch, ich hab keine Lust mehr. Ich krieg das Timing irgendwie gerade nicht hin. Ach scheiße, hier oben ist ja nichts. Ich muss ja hier lang, auf die Seite. Kann ich da oben stehen? Zufällig? Hier? Kann ich hier stehen? Die gehen immer kaputt, die Speere. Die sind nicht gut verarbeitet. Was mache ich denn hier für ein Murks? Aber das gibt alles neuronale Festigungspunkte hier. Wow, der Affen geht es jetzt aber langsam nicht mehr so gut. Wir müssen mal irgendwie da vorne, da wo der Kart wächst, da oben. Da müssen wir mal irgendwie hin und... Ah, oh Gott, was war das? Ich dachte gerade, der Boden frisst mich. Warte mal, wir müssen mal auf die andere Seite, dass wir den mal irgendwie wegscheuchen. Komm, greif mich nochmal an, genau. Ah, jetzt. Wunderbar, wir haben ihn. Da haben wir gleich was zu essen, Wahnsinn. Ah, er hat ihn schon wieder ins Auge gestochen.
Wenn man es angefasst hat, dann isst man es auch. Ja, stimmt. Meine Keime und so. Dann, zerlegen wir den jetzt hier. Ja. Nice. Neue Sehenswürdigkeit entdeckt. Der felsige Spaß. Spaßpass. Nice. Das ist der felsige Fastpass, wie auf der Gamescom. Der felsige Fastpass, da wollen immer alle hin zum Fastpass. Ja, der normale Pass ist scheiße, der Fastpass ist der richtig gute. Feuer geht auch nicht. Ich glaube, wenn es Feuer gibt, dann nur vielleicht in der Endsequenz, könnte ich mir das gut vorstellen. Wenn man das Spiel durchgespielt hat, dass dann die letzte Szene die ist, dass der Affe irgendwie ein Feuer findet vielleicht auch. Dass er es vielleicht gar nicht mal selber macht, sondern dass er es einfach nur findet. Weil so ist es ja wahrscheinlich auch gelaufen. Die Menschheit hat ja nicht damit angefangen, sofort Feuer zu machen. Die hat es ja eher einfach... Okay, das rollt runter, scheiße. Die hat es ja eher gefunden und dann behalten und dann gehütet. Ja, und bevor das Feuer machen kam, kam das Feuer hüten wahrscheinlich. Deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass Feuer machen hier in dem Spiel eine große Rolle spielt. Wenn dann nur am Ende... Ich glaube, man könnte es vielleicht dann als letzte Aktion im Spiel vielleicht finden. Vielleicht schlägt dann irgendwo der Blitz ein oder so. Könnte ich mir jetzt vielleicht denken, ja, dass man dann da Feuer entdeckt irgendwo und das mitnimmt. Und das war's dann. Das ist dann das Ende des Spiels. So könnte ich mir das gut vorstellen. Ich glaube nicht, dass man es irgendwie nutzen kann. Es soll ja, wie gesagt, Fortsetzungen geben, ja. Kann ja sein, dass es dann vielleicht an der Stelle dann weitergeht mit dem Feuer. Dass man dann halt an bestimmten Stellen in der Welt Feuer findet und das muss man dann mitnehmen zu seinem Clan im nächsten Teil dann halt. Ich habe ein Baumhaus gebaut. Okay, dann verästeln wir mal. Haben wir jetzt ja hier einiges. Hier können wir direkt auch... Was ist das? Kinästhetischer Sinn. Ist die Verbindung hergestellt, wird sich die Erfolgsquote einer Attacke erhöhen. Oh ja, das ist gut. Er kümmert Diego schneller töten. Ja, das ist sogar mit Diego als Bild. Nice. Ah, da ist gleich noch das nächste frei geworden. Was ist das? Erfolgsquote einer Attacke. Ja, das kann man wirklich mal ordentlich erweitern hier, würde ich sagen. Biokampfstoffe, Flatulenz. Ja, genau. Genau das hat das Spiel noch gebraucht. Furzende Affen. Was ist das hier? Dopamin. Ja, Dopamin können wir auch ein bisschen skillen. Genau, dann verästeln wir die und dann noch die da drunter und dann ist, glaube ich, schon wieder Ende mit Verästelung. Das Eindringen in ein unbekanntes Gebiet erzeugt weniger Angst, das ist schon mal gut. Machen wir das hier auch noch. Bei ausreichend hohem Dopamin-Level ist eine intensive Konzentration möglich. Oh. Ein Fokus. Okay, mein Punkt ist jetzt wieder so klein, das kann ich jetzt vergessen mit weitermachen. Vielleicht kriege ich jetzt auch nochmal Punkte, weil ich das jetzt mit dem Faustkeil mache. Ja, guck mal. Neue Änderung entdeckt. Schlagen. So, dann lassen wir das mal hier. Ah! Scheiße. Diego, warum denn jetzt? Nimm den Speer. Oh Gott, warum nimmst du ihn nicht? Nimm den Speer, nimm den Speer, nimm den Speer. Nicht das Ding! Ach Mann, Affe. Dieses Anvisieren ist immer so scheiße, ey. Ich hasse das. Ich raste aus, Affe. Warum tust du solche Aktionen? Warum machst du das? Genau, das ist nämlich auch wichtig, dass wir uns mal mit solchen Pasten einreiben. Guckt euch das an. Das ist richtig gut. Nice. So, jetzt... Jetzt machen wir das mit der Aloe Vera. Meine Güte, ey. Boah, kommt der Diego wieder genau im falschen Moment, weißt du? Habe ich es hier abgelegt? Ja. Also, wechseln. Aha, das ist nämlich neu. Inspizieren. Nice, neue Nahrung entdeckt. Kurkuma. Ach nee, das war Kurkuma. Das war nicht Aloe Vera, genau. Nice, boah, guckt euch das mal an, ey. Richtig geil. Das ist so auch so eine Sache, die mich ein bisschen stört bei dem... bei der Steuerung. Man muss halt immer bei den Gegenständen Glück haben, dass er den richtigen gerade anguckt, so ein bisschen. Und
Man sieht halt immer nie genau, in welche Richtung er so guckt, dass er auch den richtigen anvisiert halt. Das ist immer so ein bisschen Glückssache. Und gerade wenn Hektik ist, dann kannst du es eigentlich vergessen. Dann greift er sich in 90% der Fälle den Falschen. Das sind Termitengebäude hier. Guck mal, das ist von Termiten gebaut. I shit you not. I shit you not. Das sind Termitenhäuser. Ja, inspizieren. Das sind bestimmt Termitengebäude. Das gibt es in Afrika tatsächlich auch, so große, riesige, säulenartige Haufen. Na? Termitenhügel, ich wusste es, ich wusste es. Kann ich damit was machen? Ich hätte ja gedacht, man kann damit vielleicht irgendwas machen. Ach, Diego ist wieder da. Ah, da wieder hier den Stock zerstört, verdammt. Mist. Ah, okay. Eroberungszone muss ich nur erreichen. Sehr gut, dann laufen wir einfach mal da. In die Richtung. Zur Eroberungszone. Scheinbar haben wir hier schon so viel rationalisiert, dass das kein Thema ist. Ist das hier ein Fluss? Ich kann es nicht erkennen. Nee, es ist irgendwie nur ein Weg. Überwinde deine Angst. Ja, neues Gebiet. Oh, da wächst die Energie, die Neuronale. Guckt euch das an. Gleich mal hier ein bisschen Kart essen zur Feier des Tages. Und dann können wir hier noch das Landmark machen. Also ich glaube, jetzt haben wir genug Energie, um alle Neuronen zu verästeln. Wir können ja zurück zu dem Bett gehen, was wir schon aufgebaut haben. Und dann das einfach nochmal schnell machen. Bevor wir hier weitergehen. War hier nicht gerade irgendwo noch ein Landmark direkt voraus? Jetzt bin ich verwirrt. Oder war das... Ich habe doch eins markiert, oder nicht? Scheiße, wo war denn das jetzt wieder? Wo war denn das jetzt wieder? Oder habe ich es demarkiert? Ah, hier, nee, okay. Hier ist es, genau hinter mir. So nah dran, dass wir es schon nicht sehen können. Wir können das Landmark vor lauter Land nicht sehen. Savannenrand-Oase, aha. Mit dem Termitenhügel. Ah! Ich verstehe. Ja, stimmt. Diese Pflanzen, wir erinnern uns. Genau wie mit dem Honig auch funktioniert das. Warte. Ja, jetzt werd doch nicht müde, Mann. Warte, ich muss erstmal den entasten. So. Genau, schön greifen. Dann gehen wir mal zum Termitenbau. Aber an welchen gehe ich ran? An den großen oder an den kleinen? Ah, guck mal, eintunken. Yo, inspizieren. Ja, da sind sie dran. Oh, lecker. Ein leckerer Termitenstick. Mh, Erntetermiten, lecker. Mh, Insekten sind die Nahrung der Zukunft. Hier tunken wir auch mal ein. Mindestens zweimal an einem Termitenhügel das richtige Werkzeug eingesetzt. Ich würde sagen, das können wir mal hier noch ordentlich überstrapazieren. So. Wer weiß, wie oft wir nochmal an einem Termitenhügel vorbeikommen. Auf jeden Fall haben wir das jetzt auch in der Liste drin, dass wir Termiten entdeckt haben, dass wir die gegessen haben. Krass, was das alles gibt hier, ne? In der Welt. Es ist schon eigentlich ganz nice gemacht, an was die alles so gedacht haben. Muss man mal sagen, so an die Tiere und Insekten. Das Eintunken in einen Termitenhügel, genau, das sieht man öfters mal in Dokus. So, reicht mit dem Schlafen und da brauchen wir Nahrung und Wasser. Toll, ich habe mich doch gerade vollgefressen am Termitenhügel, meine Güte. Egal, jetzt machen wir erstmal die Verästelung hier. Dann gehen wir nochmal zum Termitenhügel, essen nochmal und dann würde ich sagen, Rückweg. Genau, einmal hier noch. Genau, hier ist noch eins. Da haben wir auch gleich noch eine Mutation mit verbunden. Symptome nach dem Verzehr eines Eis, genau. Nach dem Verzehr eines Eis sind weniger schwerwiegend. Mein Affe ist Lord Helmchen. Aber mit Halm. Mit dem Helmchen. Mit Äh. Ja, hier gibt es auch keine Scheiße. Da bin ich auch ein bisschen enttäuscht, dass die Affen nicht auch mal kacken müssen. Und dann damit werfen. Um Tiere abzuwehren. Das wäre super. Finde ich echt schade, dass es hier keinen Shitstorm gibt. Wir brauchen mehr Shitstorm.
Wie so ein Kind, das so ein Eis isst, irgendwie. Herrlich. Das ist ein ganz besonderer Lutscher. Nam, 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 nam. Da kann man sich auch mal satt essen hier. Einmal noch. Nein! Ist nicht euer Ernst. Ist sie jetzt runtergefallen? Ja, die ist runtergefallen. Haha! Warte, ich will dich erkunden. Scheiße, zu spät. Geschicklichkeit! Neues Neuron. Lol, wie die Hyänen da am König der Löwenfelsen hier Cosplay machen. Ich glaube, Scar ist gerade an der Macht. Wenn ich mir das da so angucke, da oben. Wir sollten vielleicht später nochmal vorbeikommen, wenn Simba übernommen hat. Nur so eine Vermutung. Ist mir eindeutig ein bisschen zu scarig hier. Oh, sind das Büffel oder sind das Felsen? Das sieht aus wie riesige... Ah, Ärsche! Schnell weg. Oh nein, das ist nicht euer Ernst. Schwein! Lass mich! Hä, die sind jetzt hier einfach nur durchgerannt gekommen, kann das sein? Und die eine ist einfach nur so mal ausgewichen und wollte mal rübergucken zu mir. Glaube ich. Die rennen einfach nur durch das Gebiet durch. Guckt mal, die sind gar nicht hinter mir her. Per se. Die sind einfach random unterwegs. Das sind so Rüpel. So wie so Straßengangs. Ach du Scheiße. Und es ist nicht nur eine Gang. Es sind mehrere Gangs hier unterwegs. Das finde ich ja mal gar nicht so cool. Dann halten wir uns mal in der Nähe der Pferde auf. Ich habe gehört, Pferdefleisch. Guck mal, das ist so eine Mischung aus Zebra und Pferd so ein bisschen. Das ist, vorne ist es ein Zebra. Und hinten ist es mehr Pferd, so. Ja, lauf. Ich kann es ja leider nicht töten, glaube ich. Weil, wenn es nicht auf mich losgeht, kann ich es auch nicht töten. Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das töten müssen. Vielleicht, wenn man es in so eine Barrikade reinlockt, so ein bisschen, wo es nicht weg kann. Da wird einem dann natürlich die Barrikade nützen, ne? Wenn man sich so eine Barrikade aufbaut aus Stöckern und dann lockt man das Pferd da rein, dann kann es nicht weg. Dann läuft es wieder zurück auf einen zu und dann kriegt man bestimmt die Möglichkeit zum Angriff. Weil ich glaube, so kriege ich jetzt das gar nicht. Guck mal, die laufen immer weg. Ich könnte es versuchen, in die Schlucht so ein bisschen reinzulotsen. Vielleicht hier so von oben? Nee. Ja, jetzt! Beeindruckend. Oh nein, ich habe so ein Pferd getötet. Das tut mir jetzt ja schon ein bisschen leid. Aber das gehört halt auch dazu. Zur Evolution. Pferdelasagne. Ah, attackieren, siehst du? Das war notwendig. Wir mussten es tun. Es gab keine andere Möglichkeit. Danke nochmal für den Hinweis mit dem Hinterherrennen. Ich hätte es jetzt nicht erwartet. Kadaver eines afrikanischen Pferdes aus dem Miozän. So, zerteilen. Heute Abend gibt's Lasagne, Kinder. Die erste Lasagne der Menschheitsgeschichte, genau. So ist es also entstanden. Und dann würde ich sagen, wohl bekomm's. Mmh, nom nom nom. Fehlt nur noch so ein bisschen Käse und so Teigplatten. Pferdemörder, ja. Alles für die Evolution. So ist das. Ich bin echt froh, dass es in dem Spiel keine Bären gibt, ey. Mann, bin ich froh, dass ich keine Bären töten muss. I shit you not. Eigentlich würde ich ja fast nochmal einen Evo-Sprung machen, um einfach hier wegzukommen. Das ist echt eine mega ätzende Location hier. So, hier müssen wir jetzt erstmal, ohne mitgerissen zu werden, über den Fluss rüberkommen. Das ist noch das andere Problem. Kein Problem, sage ich. Kein Problem. Ja, wir sind wieder zu Hause. Na, wie geht's unseren Hausaffen hier? Wunderbar. Wenn die Kreise noch grün sind,
Oder die Greise der Kreise? Nein, die Kreise der Greise. Wenn die Kreise der Greise noch grün sind, dann ist alles gut. Dann haben wir alles richtig gemacht. Guck mal hier. Wunderschön. Ja gut, dann... Zumindest einen Generationssprung könnten wir eigentlich noch machen, oder? So viel ist, glaube ich... So viel können wir machen. Evolution! Ah, da war ja noch was. Stimmt, wir haben ja neue Neuronen noch bekommen. Gegenangriff. Ist die Verbindung hergestellt, erhöht sich die Geschwindigkeit der Vorbereitung einer Attacke auf ein Wildtier. Das ist auch wichtig. Vielleicht hast du in der Evo ja Glück, dass du hier wegkommst, ja. Also wir müssen eh nochmal einen Sprung machen, einen Generationensprung. Und dann würde ich direkt danach auch nochmal einen Evo-Sprung versuchen, wa? Selbst wenn das nur irgendwie 50.000 Jahre sein sollten, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, wir kommen hier weg. So, erstmal Generationssprung. Verfestigen und so. Genau, hier das mit der Attacke machen wir mal. Konter. Hier die ganzen Sachen mit Angriff und so. Das eigentlich gerade schon. Ah ja, das ist wichtig. Genau, mit Bewegen erfordert weniger Energie. Das müssen wir unbedingt übernehmen. Dann haben wir hier die Mutation mitgenommen. Und ja, den ganzen anderen Rest, der ist erstmal relativ unwichtig. So. Generation wechseln. Next Generation, genau. Ape Track, the Next Generation. Wunderbar. Genetische Mutation ist jetzt wirksam. Evo-Sprung, würde ich vorschlagen. Los geht's. Möchtest du dich weiterentwickeln? Ja, mach mal. Hauptsache, wir kommen hier weg. 34.700 Jahre. Überwachsene Schlucht, 44.000 Jahre. Wie gesagt, 100.000 Jahre reichen mir völlig aus. Den felsigen Pass als denkwürdigen Ort entdeckt. Mindestens 5-mal erfolgreich einen Granitschleifer hergestellt. Oh, das ist, glaube ich, eine Erfüllung sogar. Ja, Erfüllung abgeschlossen. Das ist 20.000 Jahre plus immerhin. Nice. Savannenrand-Oase im Waldgebiet entdeckt. Da fehlen uns nur zwei Sachen. Mindestens 2-mal an einem Termitenhügel das passende Werkzeug angewendet. Oh, das gibt richtig einen Schub. Guckt mal, noch eine Erfüllung obendrauf. Richtig gut. Ja, da werden das doch ein paar mehr Jahre, die wir da überbrücken, glaube ich. Afrikanisches Pferd auf dem Miozän getötet. 7.500 Jahre vorzeitig. Oh. 286.000 Jahre immerhin. Und Tote hatten wir ja nicht. Das heißt, die Babys geben uns nochmal einen Bonus. Die 6 Geburten. 30.000 Jahre nochmal hinzugefügt. Nice. 316.000 Jahre. Keine neue Affenart, das war klar. Aber hoffentlich kriegen wir eine neue Stelle, wo wir uns aufbauen. Und an der Stelle ist diese Folge Ancestors, die Humankind Odyssey, auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, dieses Spiel selber zu spielen, ihr könnt euch das holen im Epic Store und ihr könnt dabei auch gerne meinen Creator-Tag Spielbär mit AE benutzen. Für euch wird es dann nicht teurer, aber ihr unterstützt damit meinen Kanal und auch diese Videos direkt. Und es wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Es kommen täglich Videos, also abonnieren und Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Ancestors, die Humankind Odyssey. Bis dann, ciao, ciao!